Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 5. Ich weiß zwar gerade gar nicht, wo ich bin und wo wir hier gespawnt sind, aber wir gucken mal, was wir denn noch so erledigen können hier im Norden. Wir haben jetzt schon relativ viel abgeschlossen und bald können wir uns, denke ich, auch mal auf den Weg Richtung Süden machen und da die Gegend ein wenig erkunden. Aber was haben wir hier noch? Ach so, das sollen wir für den Arzt machen, für den Tierarzt. Für Dr. Charles Lindsay. Okay, das könnten wir eventuell machen. Bewaffneter Flusskonvoi könnten wir eventuell auch noch machen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne? Oder komm, wir machen das. Bietet sich ja an. Dann gucken wir mal hier bei dem Flusskonvoi, ob wir den irgendwie zur Strecke bringen können. Und dann machen wir nebenbei noch den anderen Kram von dem Tierarzt. Schauen wir auf jeden Fall mal. Ja, in der letzten Folge waren wir, glaube ich, haben wir den Doktor befreit. Und, das hat nicht ganz so gut geklappt teilweise, denn er hat ein paar Probleme gemacht, der liebe Doktor. Aber da vorne sind auf jeden Fall welche von den Kultisten. Ja, genau, als ob ich da drüber schieße über den Spacken. Was ist denn mit mir los? Bin ich denn bedeppert? Okay. Jetzt habe ich ja fast mein Leben gelassen, weil ich so blöd war und habe den nicht getroffen. Alter Schwede. Ach du Scheiße, war das peinlich. Hilfe. Oh. Was haben wir denn da drin? Ist das ein Wölfchen? Der dürfte ein Puma sein, na, ist ja egal. Egal, Leute. So. Dann nehmen wir mal das Quad hier und dann fahren wir mal darüber. Okay, Leute, ich bin schon mal hier bei diesem Gebiet, wo wir etwas für den Doktor holen müssen. Und zwar sollen wir zweimal Pronghorn heute sammeln. Und ich hoffe mal, dass hier in der Gegend denn auch welche rumlaufen von den Pronghörnern. Und da vorne ist noch ein Kultist, sogar zwei, die gerade eine Geisel schikanieren. Und die Geisel wollen wir doch gerade mal retten, oder, wenn es geht? Muss nur freie Sichtfeld haben auf den. Und der müsste am besten mal stehen bleiben. Wusch. Genau so. Okay, die beiden haben wir sehr gut. Und noch einen dritten aus Versehen geschossen. Und damit haben wir die Geisel befreit. Da hinten ist noch ein Schrein, den können wir auch gleich machen. Vielen Dank, Kumpel. Gerne, Mann. Wie geht's dir? Dropmans Haus ist eine richtige Festung. Wenn ich Hilfe benötigte, würde ich dahin gehen. Sieh dort mal vorbei. Vielleicht können sie Unterstützung brauchen. Okay, danke. Bis dann. Jo, bis dann. Hast du eventuell ein paar Pronghörner gesehen? Nee, ne? Irgendwie die Textur von dem Blut bei ihm gerade ganz komisch. Die Sekte hat ihre Drogen überall rein. Ja, ja. Schon recht. Wo sind denn die Pronghörner? Ich brauche ein Pronghorn. Aber vorher brauche ich erstmal das blöde Ding hier. So. Tschüss, du alter Kultist. Das hat geklappt. Ha, das war cool. Sehr cool, Leute. Oh, da war ein Zivilist dabei. Nein, doch nicht cool. Scheiße. Mist. Ich dachte, das wäre nur dieser Sektentyp. Oder Tussi, vielmehr. Ja, wo sind denn hier Pronghörner? Ich suche ein Pronghorn. Hallo, Pronghorn, wo bist du? Wir sind aber hier richtig, oder? Ja, hier soll es sein. Hier soll so ein Jagdgebiet sein davon. Und dieses komische Boot, was wir zerstören sollen, den Konvoi, der ist schon mittlerweile da auf dem See, auf dem Silver Lake. Den werden wir vielleicht mal ein anderes Mal machen. Ist ja nicht so eilig. Aber da ist noch ein Prepper-Versteck. Das werden wir uns auch bald mal holen. Und dann können wir da gleich mal gucken. Wir sind ja in der Nähe. Aber vorher brauchen wir zwei Pronghörner. Aha, wo kommt denn der auf einmal her? Hä? Oh nö! Warum? Warum dieses blöde Bliss immer? Geh weg, dicker Bär. Nee, ja, lass mich. Hör auf. Nein. Böser Bär. Aua. Böser Bär.
Okay, den haben wir. Mit sehr vielen Schüssen. Alter Schwede. Dieses komische Bliss. Da schieße ich auf so einen Bekloppten, dann kommt auf einmal eine Grizzlybär raus. WTF? Oh Leute, da ist ein Bronghorn. Zwei Bronghörner. Puma, böser Puma. Das ist mein Bronghorn. Hier bleiben. Okay, können wir das Fell mitnehmen noch? Jawohl. Danke, Puma. Vielen Dank. Ich bin gerade mal hier den Berg hochgeklettert. Da unten ist noch die Markierung, wo wir eben waren. Und hier oben gibt es anscheinend ein paar Bronghörner. Und ja, dann wollen wir doch mal ein paar gerade hier uns holen, damit wir das für den Arzt bekommen. Moment, kurz nochmal Luft holen und... Perfekt. Das war ein sauberer Schuss. Wunderbar. Das dürfte gesichert sein, das Fell. Sehr schön. Sogar zweimal bekommen. Und dann brauchen wir nur noch einmal Schwarzbär. Und der Schwarzbär ist wo? Der soll wo sein? Heilige. Hä? Wo ist denn der? Hallo Schwarzi, wo bist du? Wo soll denn der sein, zum Teufel? Wird mir nirgendwo angezeigt. Aber egal, den wird man schon irgendwann über den Weg laufen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rüber zum Prepper-Versteck und gucken mal da oder so, oder? Machen wir. Okay Leute, wir sind da. Ich bin gerade mal mit meinem schönen Muscle-Car hergefahren und bin dabei schon fast wieder gestorben, weil mich so eine blöde Patrouille aufs Korn genommen hat. Und hier sind auf jeden Fall auch wieder ein paar Kultisten. Das dürfte aber kein Problem sein, hoffentlich. Ich sehe bisher nur zwei. Aber auf der anderen Seite sind wahrscheinlich auch noch welche. Oder da hinten eventuell auch noch. Ah, egal. Schaffen wir schon. Ah, die gucken gerade sich gegenseitig an. Das ist bescheuert. Denn, der weiß dann sofort, dass der eine tot ist. Aber wurscht, ne? So, das war's. Sehr schön. Was liegt denn da eigentlich? Oh, ein armer Hundi. Da noch ein armer Hundi. Solche Schweine. Wie kann man den Hundi einfach nur umbringen? Solche Arschgeigen. Könnt ihr da sowas wagen? Das werde ich nicht zulassen. Nicht noch einmal. Und hier ist die Info über das Prepper-Versteck. Aber vorher gucken wir nochmal bei den Häusern hier. Mal gucken, ob wir da noch was finden. Die Ratte kann schweben. Cool. Können wir denn da rein? Die sind alle gelockt. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Das ist ja High Society Ferienlager oder was. Können wir den Mist ja einfach eigentlich kaputt machen? Kann ich ja irgendwie in die Luft sprengen. Den Rotz. Dieses blöde Blitzzeug. Ich hasse das. Oh, was kommt denn da? Ja, was ist das da hinten? Ist das einfach ein Typ oder was? Anscheinend, ne? Wo kommt der her? Und warum ist der markiert? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns mal die Notiz an. Prepper-Notiz. Die Peggys haben das Ferienlager übernommen. Die Hütten sind voll mit ihrem Kram und sie fangen Hunde ein. Ich kann selbst nicht mehr kämpfen, aber ich habe das getan, was dem am nächsten kommt. Ich habe den Hauptschlüssel für die Hütten gestohlen und ihn an einen der Hunde im Hauptgebäude verfüttert. Wenn sie wieder an ihre Vorräte ran wollen, werden sie warten müssen, bis der Hund ihn ausscheißt. Alles klar. Betritt das Haus. Ja, das sind keine guten Vorzeichen, oder? Ich weiß ja nicht. Kann ich einfach reinspazieren? Nö. Schade. Wahrscheinlich gibt es wieder so einen Weg unten rum irgendwie. Gucken wir gerade mal. Von vorne konnte man ja nicht rein, oder? Oder von hier? Klettern. Achso, ich kann... Da lag gerade ein Hund unten. Alter. Wie kann man nur die armen Hundis so quälen? Wie? Kann man so herzlos sein? Als ob der davon nicht umfällt. Ja, den hau ich in den Baum, oder was? Jetzt ist aber down. Okay. So.
Wir brauchen auf jeden Fall den. Wie kommen wir denn da rein, Leute? Ist da von allen Seiten zugenagelt, das Hütchen. Betritt das Haus. Diese olle Nervensäge, ne? Da kommt so ein Heli-Forts. Na, komm her, Forts. Trau dich. Halt an. Er fliegt einfach weiter. So ein feiger Hund. Apropos feiger Hund. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir in diese Häuser rein? Ah, Leute, hier komme ich rein. Das Fenster konnte ich kaputt machen. Alles klar. Und ich suche als nach draußen nach Hunden, ey. Wuffi. Hallo. Och, wie süß. Streicheln. Na, ihr Kleinen. Die leben zum Glück noch. Und ich habe draußen als gesucht, dich Depp-Chef. Meine Güte. Oh, der ist gerade am Kacken. Jetzt muss ich ernsthaft Hundescheiße durchsuchen, oder was? Da auch noch. Nitro. Ich habe gerade Kacke aufgenommen und da war Nitro. Hä? Mich das Spiel eigentlich verarschen? Ich muss hier gerade Kacke sammeln. Der ist aber süß, den muss ich mal streicheln hier. Oh, feiner Wuffi. Was macht er denn da für eine Haltung? Hä? Macht der Hunde-Yoga oder was geht da ab? Ja gut, ne? Das kann echt nicht wahr sein. Ja, hast du fein gekackt. Schön ins Haus reingemacht. Super. Was ist das für eine Mission? Das ist nicht dein Ernst, Spiel. Das ist nicht dein Ernst. Da ist auch noch ein bisschen Häufchen. Viel Fraßhaut, alles klar. Hier war da noch was zum Lesen. Ach, hier ist so ein Telefon. Was geht, ihr Sektenstricher? Hab gehört, ihr hattet Ärger damit, den Schlüssel zu dem ganzen gestohlenen Kram zu finden, den ihr im Sommerlager aufbewahrt. Ich rufe an, um euch einen Tipp zu geben. Immer der Nase nach. Ich habe da gestern zufällig diesen Schlüssel gefunden. Krass, was? Ich habe ihn in eine Dose Chili getan und dieses Chili an einen der Hunde verfüttert, die ihr geklaut habt. Viel Spaß beim Wühlen in der scharfen Hundescheiße, ihr abgefuckten Pissnelken. Danke. Jetzt darf ich's machen. Oregano. Wie zum Teufel kann ich in Hundekacke Oregano finden? Pistolenmunition. Also die essen ja auch alles anscheinend, hä? Sogar Stacheldattich. Ist das hier irgendwann mal zu Ende? Oder wie lange muss ich noch Kacke sammeln? Oh, endlich, ich habe ihn gefunden, Leute. Ich habe ihn endlich gefunden. Es wurde aber auch Zeit. Es wurde verdammt nochmal Zeit. Alter Schwede, jetzt habe ich hier gefühlt 100-mal Hundekacke aufgehoben, damit ich endlich den blöden Schlüssel bekomme. Das ist echt undankbar. Komme ich hier wieder raus? Oder muss ich zwangsweise vorne raus? Ja. Ich wollte eigentlich die Tür auch zulassen, damit die nicht an die Hunde kommen können. Aber die Hunde brauchen ja eigentlich auch was zu essen, ne? Deswegen müssten die ja eigentlich auch mal raus. Na gut, dann wollen wir doch mal die kleinen Häuser da hinten plündern. Es hat tatsächlich noch geklappt. Alles klar. Und Rinder. Rein. Aua! BTF, Vielfraß. Von wo kommt der auf einmal her? Warum macht er so verdammt viel Schaden? Junge, willst du mich verkackeiern? Junge, willst du mich. Alter, dieses Scheißvieh! Das ist ja nicht normal. Ich kann dann so ein kleines Kackvieh so viel Schaden machen? Alter. Was ist hier in der Bruchbude? Gar nichts. Danke. Vielen Dank auch. So. Nummer 2 mal schauen. Hallo? Hier ist auf jeden Fall was. Ein paar Zeitschriften. Okay. Mistschaufel. Ja, so fühle ich mich gerade. Und hier ist ganz viel Money. Alter. Sehr geil.
Wunderbar. Das haben wir geschafft. Da ist noch eine Kiste. Ja, hier ist noch ein Bogen. Den kann ich aber nicht aufheben, ne? Nö. Aber wir gucken nochmal im dritten Haus. Vielleicht ist da auch noch was, was wir so ein bisschen gebrauchen können. Okay. Und rein da. Alter, Hundefutter. Alles klar. Ja, die Hunde können jetzt hier reingehen eigentlich, oder? Hier können sie sich satt fressen. Blöde Maus. Tut mir leid, Maus. Das war ein bisschen blöd gelaufen. Ich dachte nicht, dass das geht, meine ich. Dass man da die Maus besiegen kann. Aber okay. So. Was ist denn los? Der alte Riddler ist ein waschechter Kriegsheld. Er ist noch keinem Kampf aus dem Weg gegangen. Wer, der Riddler? Ich hoffe nur, er hat sich nicht mit Eden's Gate angelegt. Okay. Randall Riddler. Achso. Ich hab schon verstanden. Der Riddler. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle und machen in der nächsten Folge weiter mit irgendwelchen Sachen, die wir entdecken. Eventuell könnten wir nochmal einen Außenposten befreien oder so. Aber gut, das sehen wir in der nächsten Folge und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao!